So, auf geht's, Leute. Begleitet's mir auf den Großvenediger. Ihr wisst es dann gar nicht, um was das geht. Ich triff jetzt gleich ein Team vom Salzburger Land, vom Nationalpark Hohe Tauern und von Influencern. Wir gehen gemeinsam von Neukirchen am Großvenediger über die Kürsinger Hütte auf den Venediger und ich zeige euch nicht nur den Weg, sondern auch die Abläufe hinter dem Ganzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir für die Arbeit gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das erste Mal dabei seid, in Zukunft nichts versäumen wollt. Ihr kriegt jede Woche mindestens ein Video bei mir am Kanal. Und jetzt dann viel Spaß, kommt mit bei diesem ganz besonderen Video zum Großvenediger in Salzburg. Ja, ich hab da jetzt in der Tiefgarage hinten in Neukirchen am Großvenediger beim Parkplatz der Wildkogelbahnen geparkt und schauen wir mal, ob der Treffpunkt der richtige ist. Wir treffen uns bei der Talstation von den Wildkogelbahnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schauen wir mal. So fein habe ich es auch noch nicht erwischt. Im Bus auf dem Berg, voll geil. Servus! Servus, Mats! Grüß dich! Grüß dich! Die Kamera läuft! Servus, Mats! Servus, Mats! Grüß dich! Grüß dich! Darf ich einen Käfer immer? Servus, grüß dich, Mats! Hey, servus, Mats! Hallo, Dominik! Hi, servus! Auf dir steckt unsere Kunde. So, meine versteckt sich auch da hinten. Gibt es da jetzt Stärkung für die Reise mit dem Bus? Ja. Voll geil. Ich mag einen Apfel, bitte. Ja, yep. Oh, nehmen wir gleich den da. Danke. So, servus. Servus, grüß dich. Wolltschad. Achte mal da eine. Jawohl. Acht eine. Die Venediger Kuh. Ja, nicht nur wir haben uns so gemütlich gemacht, unsere Bergführer auch. Also wir freuen uns auf die große Venediger Besteigung, wir hoffen das auch. Im händigen Ablauf, also die Busstunde, wo wir nach dem Mittag machen werden, ist gleich 5 Minuten dahinter. Und nach dem Mittagessen, der weitere Verlauf ist dann, wenn wir da einwärts schauen, wir müssen dann über den Birke drüber gehen, da gehen wir ca. eine Stunde bis zur Materialseilbahn, da haben wir dann die Möglichkeit, dass wir Sachen mit der Säubung aufschicken. Lösungen hinten und morgen gehen wir dann durch den Normalweg zum Venediger, also zuerst jetzt also eine Stunde zurück zum Gletscher und dann geht es über den Gletscher hin. An der Nordwand vorbei, die Venedig geschaut und dann auf den Venedig aus. Ja, und da sind wir noch mitten in dem Wildnisgebiet drin, was es jetzt auch seit kurzem gibt. Also das Wildnisgebiet ist eigentlich einzigartig, weil das relativ eine große Fläche ist, wo sehr wenig oder gar kein Einfluss von Menschen vorhanden ist. Es sind nur die paar Wege da auf den Gletscherberg auf uns. Und sonst ist da eigentlich wirklich Natur, wie sie einmal gewesen ist, ohne Einfluss von Menschen. Ja.
Kreis Kotschin vor der Postalm. Das war schon anstrengend. Ja. Oder von der Freiburg eigentlich. Ja. Pünktlich auf den Mittag haben wir es aufgeschafft. 3 Minuten, dann will ich Essen am Tisch haben. Weil das ist lieb. Und ich habe das Gefühl, ich halte alles auf. Nein. Danke sehr. Danke dir. Ist das ein Preiselbeerschnaps, oder? Kranken. Kranken. Ui. Jetzt haben wir es. Gewaltig. Da schaut euch einmal an, das ist ein Arbeitsgerät. Jawohl, da kommt warm. Ja, das Essen auf der Hütte war gut, das Schnaps war noch besser, der Bauch ist voll. Und jetzt geht es Richtung Kürsinger Hütten. Bin ich schon gespannt, wie der Zustieg im Sommer ist, weil mit dem Tobi im Winter war ja ein bisschen abenteuerlich. Schauen wir mal, was uns die Bergführer so zwangen. So, da hinten unten kommen wir jetzt her von der Postalm. Alles ein wunderschöner Forstweg da auf. Und ja, da vorne, wo es die Leute seht, da wird es jetzt ein flacher. Und da ist dann gleich die Materialseil verbrannt von der Kürsinger Hütte. Ja, also im Sommer auch definitiv eine wunderschöne Gegend da herin. Anders wie im Winter, aber auch voll geil. Super. Da vorne, der Gipfel da, das ist übrigens der große Geiger. Materialseilbahn, Kürsinger Hütte. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir uns von schweren Sachen entledigen. Es ist schon wieder so viel Wind, es tut mir leid. Aber das ist Outdoor so. Und wir gehen selbstverständlich zu Fuß weiter. Ja, von da gab es jetzt 2 Möglichkeiten auf die Kürsinger Hütte rauf. Einmal über den Normalweg, der geht da links rauf. Und einmal gerade zurück ins Tal rein. Eigentlich eh gleich wie der Tobi und ich die Skitour gegangen sind. Da wird dann ein Klettersteig raufgehen. Das machen wir heute nicht, weil das Wetter nicht mitspielt. Und da schaut's, die Leute bei der Arbeit. So, und da seht ihr es. 1,5 Stunden Kürsinger Hütte. Das ist eigentlich ein Fritz und ein Hirs. Das zeige ich euch jetzt. Da schaut's. Das ist der Fritz, das ist der Hirs und das ist der Emil mit dem E drauf. Und das da, das ist die Lise. Okay, das ist die Lise mit der Kuhglocken. So, schaut einmal da unten, das schöne Tal, da sind der Tobi und ich im Winter rein, ewig weit eigentlich. Und dann geht es da noch ganz weit rein und nach links, und links rauf geht es auf die Kürsinger im Winter.
Und im Sommer wunderschöner Weg da auf Fionglek. So, schaut euch einmal dieses epische Rosarot an, weil sich das hervorragend in die Landschaft des Nationalparks Hohe Tauern einfügt. Also ich finde, das ist genau das, was da gefällt hat. Abartig. Lass dich du angreifen. Hey, schau mal. Warte mal. Bist du die Zinzi, gell? Ja, Schatz. Voll chillig drauf. Bis in die 80er Jahre ist scheinbar der Gletscher bis da hergegangen. Und da, der rechte, geht gerade noch bis daher. Venediger Gletscher, da links eine. So, bei der Arbeit. Immer das beste Gerät. Das ist ein geschützter Ort im Nationalpark Hohe Tauern. Da wachsen Orangenschalen. Gewaltig! Wir wandern in atemberaubender Landschaft. Und ich glaube, ihr seht es. Da vorne im Bild die Kürsinger Hütten. Zu viel heute. Wahnsinn, was für eine Stufen das da hergelegt haben. Das muss eine ziemliche Arbeit gewesen sein. Fetter Daumen nach oben von mir an die Alpenvereinssektion, die das hergerichtet hat. Wahnsinn, schön, oder? Da fährt gerade die Materialseilbahn. Ha, genial. Direkt am Gletscher vorbei. Jetzt habe ich gerade überlegt und es ist schon irgendwie lustig. Und zwar bin ich am 17. Februar, glaube ich, ungefähr mit dem Tobi da gewesen und bin die Tour auf dem Venediger mit den Ski gegangen. Damals im Winter da, im Winterraum da links und jetzt im Sommer und bei geöffneter Hütte. Im Winter war ich allein unterwegs mit dem Tobi, jetzt im Sommer mit einer Seilschaft von Instagrammern und Influencer, irgendwie echt lustig. Und was ich sagen muss, Leute, so sehr über geschimpft wird über die ganze Influencerei, aber die Leute, die tun sich echt was an, zahlen Ausrüstung mit und suchen sich coole Platzzahl, machen sich Gedanken, wie sie was am besten präsentieren können. Von mir größte Hochachtung dafür. Was wer anderer davon hält, ja, sollte seine eigene Meinung haben, aber meistens ist es nur ein Nachgeplappere von Leuten, die keine Ahnung haben, was da wirklich dahinter steckt.
Hast du alles aufgetragen? Ja, sicher. Ja, jetzt zeige ich euch den Materialsalbum auch noch. Da ist aber nicht zusammengekramt, gell? Da ist nicht zusammengekramt, sagt die Wirtin. Unbefugt, darf ich ausnahmsweise rein. Nein, nein. Ich finde, die Wirtin schaut gut aus. Von mir gibt es einen fetten Daumen rauf. So schaut es da aus. Da fährt die Seilbahn runter und auf der drüben Seite kommt es auch wieder rauf. Heute geht der Wind. So schaut es da im Trockenraum aus. Trocken und warm. So, ein Schluch verstanden. So schaut die Zimmer aus. Wir haben wie viel Platz ist bei uns eigentlich? 6 Leute, gell? 6, ja. Für 6 Leute ist bei uns Platz im Zimmer. Angenehm. Sogar Strom und Steckdosen. Und da herum gibt es dann auch noch, glaube ich, ein Klo oder einen Waschraum. Schauen wir mal. Der sollte irgendwo da rechts sein. Wirtschaftsraum. Nein, das ist er nicht. Aber da ist er, glaube ich. Waschraum, WC, Männer, Schatz mal. WC, Pissoir, Toiletten gesperrt. Okay. Aber die Möglichkeit gibt es immerhin zum Waschen und ob es glaubt oder nicht, aber es gibt auf dieser Hütte auf über 2500 Meter Warmwasser. Genial, genial. So Leute, schaut mal. Da oben ist die Kürsinger Hütte und da unten 16 Gletschersee. Da kommen drei Gletscher zusammen. Nicht da oben das Oberswitzbuchkies vom Venediger. Und da kommen auch noch drei Gletscher runter. Und dieser See ist erst vor kurzer Zeit entstanden. Schaut mal, da gibt es Trinkmöglichkeiten. Und ein Wasser. Ah, und da sind auch überall Pickerl oben. Ja, wäre schon überall jeder da war. Weißt du, jetzt du als Bergführer sagen, da muss man sogar schon einen Salat filmen machen. Ja. Und gibt es ja nicht keinen Salat. Dass wir morgen aufkommen. Die Karotten essen, das ist eine schöne braune Farbe. So, Mahlzeit. Mahlzeit. Du bist dran zum Tischgebet sprechen. Tischgebet. Wie geht das? Ich bin leider nicht so gut auf dieser Schiene. Lass uns durchgehen. Mahlzeit. Mahlzeit. Hätte das Jeremy? Das ist meins. Meins. Ich nehme ein bisschen Steck mit. Da kommt man zurück, hat man keinen Steck mehr da, keinen Platz mehr. Aber mittlerweile sind sie auch wieder. Frühstück um 4 Uhr. Das heißt, am besten um 3:15 Uhr aufstehen. 3.45 Uhr. aufstehen, Zähne putzen, vorher oder nachher, das ist irgendwie überlassen. Dann haben wir da drin ein Frühstück und da ist dann ein Frühstücksbuffet. Und dann schauen wir, dass wir so circa um 4:30 Uhr aufstehen. Also wir gehen dann weg, wenn alle fertig sind. Okay? Und beim Weggehen vorne aufs WC gehen und anschließend einen Gurt dazu.
so, liebe Leute, für mich heißt es jetzt ein ab ins Bett, ich bin müde. Ich habe ziemlich viel gearbeitet den letzten Tag, wenig geschlafen. Darum bin ich heute der Erste, der schlafen geht. Dafür bin ich morgen fit. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen bei unserer Tour auf dem Großvenediger. Schlaft's gut. Wunderschönen guten Morgen. Müde, aber der Erste aus meinem Zimmer bin ich. Gewaltig. Schwieriger Zustieg auf dem Gletscher. Erster Teil voll ab. Völlig blank. Ja, ich weiß nicht, ob es mir ist, jetzt hat sich echt ausgelegt oder nicht. Auf jeden Fall, wir sind am Rand vom Gletscher, hat man uns die Steigeisen angezogen und gehen in den ersten Bereich über den blanken Gletscher seilfrei auf. Der EOS Appe ist und der Hannes führt uns auf. Schaut, ich bin nicht der Einzige, der filmt. Ja, ja. Franco filmt. Da hinten noch ein Filmteam. Und so schaut der Appara Gletscher in der Früh aus. So, da schaut ihr mal, überall schöne Löcher. Das umgehst da alles so schön links. Da kommen jetzt die anderen Gruppen daher. Bei uns ist jetzt noch so weit. Seil wird hergerichtet. Der Führer ist zwar auch noch gespürt, hat überall Vieren drauf und schaut ein bisschen, wie hat es geklüftet aus da oben. Da seht ihr auch überall Spaltenzone.
besser. Ja, aber für also nachbauen, umnahmen, kann man mal Pause machen, weil wir im Abstand, außer ich sage, wir können zusammenkommen, weil natürlich, wenn das wir Pause machen, heißt das nicht, dass wir keine Pause machen. Also einmal also nachbleiben und wenn irgendwas ist, aber weiter sagen, das ist dann eh oder Stille Post. Stille Post, genau. Ja. Das sehen, oder? Ich denke, das war richtig, das passt. Ja. Super. Auf dem Venediger, von den Venediger Schwarten bzw. links davon kein Venediger. Ja, echt ein schöner Gletscher da rauf. Ist die Stimmung auch irgendwie lustig. Es zieht heute so mal dumm. Das ist um einen Sonnenaufgang um und um. Ich bin gespannt, wie das noch wird heute. Für mich ist es auf jeden Fall mal lustig, wieder in einer Seilschaft zu gehen, in einer Gewässern. Und vor allem in einer geführten Seilschaft von einem Bergführer, sodass ich auch mal meinen Hirnkastel anschalten kann. Das ist ganz nett. Schaut euch mal die Stimmung um den Sonnenaufgang an. Wahnsinn! Wahnsinn! Bis jetzt sind wirklich alles nur Gletscher, Harscher.
mit einer großen Seilschaft natürlich eine Herausforderung. Eigentlich eine coole Erfahrung wieder mal für mich. Zeigt mir wieder, warum ich persönlich lieber zu zweit oder zu dritt unterwegs bin. Ist man einfach schneller und gut eingespielt. Nichtsdestotrotz, unser Bergführer macht es echt super. Gipfelgrat, windiges, goldes. Ja, jetzt sind wir da am Ende vom Gletscher. Wir fahren. Seht schon den Gipfelaufbau. Da ist der Gipfelgrat um mich. Das ist nicht mehr lang. Yay!
Kingsberg auch. Oder weniger eher von unserer Spur, wie wir gekommen sind. Schön. Ja, da hinten waren auch noch ein paar Löcher. Das war am Abfahren Pflanzenfall. So, wir sind mittlerweile wieder gut runtergekommen vom Gletscher. Unsere drei Bergführer haben die drei Seilschaften gut runtergebracht. Aus den Steigeisen sind wir heraus, aus dem Gurt heraus. Und jetzt geht es dann nur noch vier und den Wanderweg zurück zur Kürsinger Hütte. Zeigen wir euch. Willkommen bei der Hütte. Dankeschön fürs Auf- und Nachbringen. Ja. So Leute, wir sind mittlerweile wieder gut herunter vom Großvenediger. Das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen. Ich hoffe, euch hat die Tour über den Normalweg von Salzburg aus gefallen. Wenn das der Fall war, lasst gern einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren. Ja, und wie es der Zufall so will, falls ihr wirklich nichts verpassen wollt, ich habe nämlich wen getroffen. Und zwar den Andi und den Dom. Die zwei offen sitzen da, der Andi und der Dom. Und morgen gehen wir nochmal auf den Venediger auf, weil es so lustig ist. Was haben wir heute gesagt?
Franz Altturber, unser Influencer-Chicken. Nein. Du bist halt echt schon so ein Influencer-Krippenkranker. Jeden Scheiß muss er filmen und fotografieren. Er filmt. Ich sag nichts mehr.